Hi, Mary. Yeah, yeah. Raps für dich. Ein bisschen Raps. Was auch immer Raps auf Englisch heißen mag, ich weiß es nicht. Ah, hier haben wir übrigens den Livestock Market. Sehr schön, hier müssen wir also mit einem Viehanhänger hin, um Vieh zu kaufen. Sehr schön. Gut zu wissen. Den ganzen Berg wieder runter. Klar, die Berge dürfen natürlich auch nicht zu steil sein, damit wenigstens ein Großteil der Traktoren mit ein bisschen was hinten dran auch noch irgendwie. Ich fahre mal hier vorne weiter. Wenigstens noch die Berge auch hochkommt. Wenn ich jetzt hier noch einen zweiten Anhänger dran hänge und die beide voll belade, wird das da vorne schon nur was im Schritttempo werden. Ja, hier eben gibt es doch diese Brücke rüber, genau. Die möchte ich auch mal fahren. Das ist schön hier. Die gefällt mir schon gut. Ein bisschen abgeschieden. Ah, hier ist übrigens wahrscheinlich ein Feld, wo man wahrscheinlich grubbern muss. Es gibt ja die Aufträge ernten, grubbern oder pflügen, säen, düngen, glaube ich. Das sind die Sachen, die man erledigen kann für andere. Und was war das denn? Nochmal bitte. Ah, dieser Huckel hier. Hätte man auch mal hinschreiben können, sowas wie Achtung, scharfe Kante. Was steht hier? A narrow bridge. Ja, das sehe ich. Aber das Spannende kommt mit jetzt. Woohoo! Haha, sehr schön. So muss das doch sein, Leute. Oh. Ich fahre übrigens über ihr Feld und zerstöre die Hälfte. Ich hoffe, es macht nichts. Ist nur gerade eine Abkürzung. Kommt da einer? Nein. Nebenbei, wenn man hier eben mit 42 km/h durch die Gegend heizt, ist das egal, ob da einer kommt oder nicht. Die Autos sind eh viel langsamer. Über die Schienen und back to the roots. Und zurück zum Hof. Das Feld, wo die Felder müssen eigentlich mittlerweile fertig sein, fertig bearbeitet sein. Ah ja, was haben wir eigentlich hier? Ah, Heuablage, ne? Ja. Stonheu einlagern und erhältst etwas Geld dafür. So, ich stehe einmal eine kleine Runde. Ich weiß gar nicht, ob das ein Traktor überhaupt schaffen würde, so wie ich hierher fahre. Habe ich mal direkt hier geparkt, Motor aus und mit Tab. Hätte ich das Stück auch noch zu Ende machen können? Jetzt ernsthaft, hätte ich das Stück auch noch machen können. Erstmal nach dort. Okay, Moment. Das Feld hier muss noch gesät werden. Genau. Hier muss noch was gesät werden. Und da machen wir einfach mal. Moment, mit Z war das. Gut, solche Sonnenblumen können wir hiermit eh gar nicht säen.
Was haben wir auf dem anderen? Okay, machen wir hier Raps. Raps und dazwischen. Jetzt kommt der Hammer. Und dazwischen werde ich diesen Ölrettich säen. Gleich im Anschluss. Dann bin ich mal gespannt. Aber erstmal muss hier gedüngt werden oder gespritzt werden. Sachen, die ein Landwirt mit Sicherheit nie mit seinen Maschinen macht. Außer ich. So. Falsche Taste. Machen wir einmal hier rum. Das reicht. Muss ja nicht hundertprozentig jede Reihe gespritzt sein. Düp, 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 düp. Schon mal zusammengeklappt. Und ich parke den mal hier so am Rand. Dann habe ich das super eingepackt. Top. Top eingepackt. So muss das sein. Das wird gesät. Oder da wird gesät. Na, ich glaube, die Fragezeichen sind teilweise wiedergekommen, ne? Silos, genau. Das kennen wir natürlich schon. Genau, lauft einfach voll lang. Ganz wichtig ist natürlich auch den Anhänger von innen sauber zu machen. Ja, sehr schön, nicht wahr? Kann man die Höllenmaschine wieder abstellen. Und wir gucken mal, was haben wir noch? Ja, hier unseren Weizen könnte man schön verkaufen. Bei Gomez Rich Acres. Ganz da unten. Sehr schön. Motor an, einsteigen, los geht's. Halt! Wir sind schon mal eine Ladung, ein Anhänger voll. Und ab dafür. Muss man natürlich gucken, ob es sinnvoll ist, den Rest jetzt auch noch zu verkaufen. Oder vielleicht zu warten, ob irgendwo anders der Preis nochmal höher steigt. Aber der alte Preis ist im Moment schon mal sehr schön. Für Weizen, ne? Weizen wird immer relativ wenig erntet man aber auch ziemlich viel im Vergleich zum Beispiel zu Raps.
Wir fahren wieder die Route 242, die B242 durch den Ort, ganz am Ende über das Feld 25 zu Gomez. Die langen Strecken gehen natürlich zum Beispiel mit einem LKW schneller. Oder wenn der Zug dann vorbeifahren würde, wäre natürlich noch besser. So, ich muss jetzt aber gleich schon abbiegen, ich muss sogar schon in die Straße rein. Kann ich gleich irgendwo rüber wechseln? Nein, dann fahre ich einfach unten quer drüber. Komm hier, wir finden aber weg. Huh! Perfekt. Einmal außen rum, um eben nicht sein Feld zu zerstören. Wechseln ja nicht gerade Mais, ne? Ja, müsste Mais sein, oder? Hallo, Mr. Gomez. Ein bisschen Weizen für Sie. Beste Qualität, natürlich. Liegt allerdings schon ein bisschen, war schon im Silo eingelagert. Frage mich, was der damit macht. Der verkauft das bestimmt auch nur weiter. Aber ist mir egal, was er damit macht. Hauptsache, ich krieg mein Geld. 42.000 haben wir schon. Weil wir jetzt natürlich auch immer wieder warten müssen. Es war eigentlich unklug, alle Felder der Reihe nach, oder so schnell der Reihe nach, zu bestellen. Es wäre, glaube ich, besser gewesen. Das nehme ich mir immer vor, denkt aber nie dran. Wenn die, wenn man eins fertig hat, eins macht man fertig, Kuban, Säen, einmal düngen. Die anderen können ja schon mal drüber sein von mir aus, das ist ja egal. Und säen dann, wenn das praktisch halbfertig ist. Und das nächste, dann das dritte säen, wenn das andere erntereif ist. Dann hat man immer was zu tun und hat nicht alles auf einmal. Sonst hat man immer die, ja, die eine Stunde, sage ich mal, Stress. Ne, weil sonst die Felder verdorren. Und der Rest. Und den Rest fährt man in die Gegend rum. Plane drauf, so ist gut. Ich wechsle schon mal rüber, Auto schräg hinter mir, ich muss nämlich gleich abbiegen. Ja, später die anderen Trecker, die stärkeren Maschinen, die können auch schneller als 40, 43 km/h fahren. Die schaffen dann auch schon mal 60, 70. Ist man auch viel schneller unterwegs. Aber gut. Kommt noch. Es braucht halt durchaus Zeit, es ist durchaus ein langwieriges Spiel, bis man was erreicht hat. Langwierig, nicht langweilig. Das ist immer Geschmackssache. Der eine oder andere findet es mit Sicherheit langweilig, logisch. Andere aber auch nicht.
nur man braucht halt auf jeden Fall ja Spielzeit, sagen wir mal Spielzeit, damit man sich halt die teuren Sachen leisten kann. Während er da hinten weiter rumkutschiert, der fährt da weiter, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, fährt der weiter, wenn ich auf P drücke? Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel so einen Trecker kaufen möchte, hier hinten mal so einen... Ah ja, da fährt er. Ich nenne nur mal so als Beispiel, so aus dem Mittelfeld, ne? Den Massey Ferguson MF 7700, 172.000 kostet mich der. Die ganz starken Maschinen durchaus auch noch mehr. Wobei die hier hinten brauchst du auch später eigentlich nicht wirklich. Ist halt dann schön, die zu haben, ne? Aber ich sag mal so bis hier, okay. Diese Art ist dann schon eher ja für sehr steile Felder. Oder halt, wenn man Geld hat, ja, dann kann man es auch machen. Ich kann hier aber trotzdem alle nur 40 oder 50 km/h fahren. Naja, hier ist mal einer mit 60. Eigentlich schaffen die das ja locker. Hier, der kann sogar 70, der Fast Truck. Naja, wenn ich mal irgendwann genug Geld habe, um mir einen weiteren Trecker zu leisten, ist es mit Sicherheit kein Hürlimann. Der ist sehr schön natürlich, der ist ein sehr netter Trecker. Den nenne ich auch wirklich Trecker. Ne? Das sind Traktoren, der kleine ist ein Trecker. Aber wenn ich dann mal Geld habe, dann sollte es auch mindestens schon mal hier aus dieser Kategorie einer sein. Wenn nicht sogar eher noch besser hier, so ein Massey Ferguson MF 5600 zum Beispiel mit 105 PS. Ja, der sollte halt dann schon drin sein. Okay. Haben wir so lange zugebracht, dass er schon wieder zurückgefahren ist. Halt, während er dann noch weiterfährt, unser Gehilfe, schaue ich nochmal bei den Hühnern vorbei, ob ich Eier finde. Die müssen ja manuell aufgesammelt werden und ich weiß, dass die... Dankeschön. Genau, einfach drüber laufen, da hat sich nichts dran geändert. Und die werden auch weiterhin wahrscheinlich irgendwo wild im Gras verstreut sein. Wisst ihr eigentlich, wie gut es euch geht? Bei weitem nicht jedes Huhn hat so gut wie ihr. Ihr seid versorgt, ihr seid draußen, ihr könnt rein, wenn ihr wollt. Ihr habt frischen Boden. Könntet sogar, wenn ihr wolltet, einmal flattern und über den Zaun. Machen Hühner ja auch mal ganz gerne. Die irgendwann plötzlich außerhalb des Hofs rumlaufen. Könnt ihr alles. Das kann bei Weiben nicht jedes Huhn, leider. Ich frage mich echt, warum der da hinten fährt. Klar, der braucht natürlich auch einen riesen Radius. Egal, wir können schon mal mit der Spritze hinterherfahren. Gehen, rennen. Wir haben es durchaus immer eilig. Deshalb einfach, sie wird immer gerannt. So. V und X. Runterfahren und ausklappen. Und fertig. Bauer Horst meldet sich wieder zum Dienst. Jo, moin meine Freunde, ich bin der Horst. Vom Beruf Landwirt, hier im hohen Norden, ne? Für alle die das mehr so als Rollenspiel sehen, ne? Das wäre dann Bauer Horst zum Beispiel. Könnte man auch mal machen. Puh, warum nicht? Genau, mache ich ein Let's Play, nur ich alleine, aber ich rede immer mit mir selber in zwei verschiedenen Stimmen. Mit Sicherheit nicht. Jo, warum denn nicht? Entschuldigung. Fange ich schon wieder damit an.
Zeit auf 5-fach gestellt. Mache ich eigentlich, oder habe ich beim 15er natürlich nie gerne gemacht, weil da die Helfer ja nach Zeiteinheit bezahlt werden. Und wenn die jetzt, wenn man die Zeit schneller macht, arbeiten die aber ja nicht schneller und kosten deshalb praktisch eigentlich viel mehr. Ich hoffe, das ist hier anders. Musste auch mal sein. Der ist aber doch auch schon fast fertig. Wie sieht denn das aus? Fährt er denn auch weiter? Ja, wunderbar. Das ist natürlich schön. Noch am Steigen, ne? Jetzt ist die Tendenz wieder am Steigen. Ah, egal, wir haben ja noch was. Wir haben da ja noch etwas. Hier ist immer noch Tendenz steigend. Ja, hätte bei dem einen oder anderen vielleicht noch warten sollen. So, ich wollte nachgucken. Wie sieht denn das aus? Dünger muss gepflügt werden. Es müsste alles einmal gepflügt werden. Können wir natürlich bei Gelegenheit auch mal machen. Wachstum. Achso, mache ich Wachstum aus. Schön, das heißt, ich kann alles, was verdorrt und verfault ist, zum Beispiel ausmachen. Ja, hier hinten sind ein paar Sachen erntereif von den anderen Landwirten. Hier muss noch Kraut entfernt werden. Falsche Richtung.